Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Am Donnerstag, 30. Juli, wir nähern uns dem Monatsabschluss. Heute Morgen wollen wir uns aber hier mit dem Euro-US-Dollar nochmal auseinandersetzen, der gestern hier zum Fed-Event relativ überschaubare Action sozusagen absolvierte. Also das haben wir alles schon mal in früheren Zeiten ein Stück weit volatiler gesehen. Insofern darf man mal beobachten, wie das weiterging. Die grundsätzliche Annahme, dass Euro-US-Dollar hier zunächst erstmal die Marke von 1,10 verteidigen kann, ja, entpuppte sich als nicht wahrheitsgemäß, kann man fast so sagen. Euro-US-Dollar vielmehr in der Folge weiter schwächer. Wir sehen hier den 15-Minuten-Chart und hier die Kerze des gestrigen Abends. Gehen wir mal kurz hier drauf ein. Das ist hier die 20-Uhr-Kerze, die, wie wir sehen, ja, recht volatile Ausschläge hatte. Allerdings hier, wenn wir das mal kurz grob in die Spanne nehmen, 75 Pips, das ist eigentlich gar nichts zu einem Fett-Event. Insofern hier alles völlig legitim. Interessant, dass wir hier am Vortageshoch vom gestrigen Tag hier an der Abendsession sozusagen noch nicht mal rangelaufen sind. Vielmehr gab es dann eben hier den starken Rückgang und seither sind wir hier beim Euro gegenüber dem US-Dollar in einer groben Abwärtstendenz. Ja, die hier ganz klar natürlich den Weg auch weiter zeichnen könnte. Und da wird es jetzt insbesondere sehr spannend, wenn wir mal dann auf die anderen Charts schauen. Interessant, dass wir just hier im Sinne der Asia-Range, die nur 29 Pips umfasste, jetzt schon rausgelaufen sind, auch unterhalb des Vortagestiefs mittlerweile verweilen. Hier unten von der True Range, wir sind aktuell 47 Pips gelaufen, gibt es noch einiges an Potenzial. Also wir haben hier nach unten hin bis in den Bereich um 1,089,60 Potenzial. Vor Monatstief 1,088,73 wäre auch ein adäquater Anlaufpunkt für den Fall, dass wir hier unterhalb des Vortagestiefs bleiben. Rücksetzer könnten hier zum Beispiel als Short-Chance angesehen werden. Gehen wir mal in den Chart der klassischen Zeichnung. Hier sozusagen gestern die Möglichkeit, hier im Stunden-Chart-Intervall jetzt, dass Euro-US-Dollar hier die Marke von 1,1035, 1,10 eben verteidigt. Da gab es eben ein Tauziehen bis vor dem Fed-Event, dann eben zum Fed-Event hier die wilde Wolla und letztlich, wir sehen es ja, haben die Bären den Ausgang für sich entschieden. Der Markt fällt bzw. fiel. Und das ist natürlich eine Tendenz, die hier sich jetzt aktuell an dem Niveau, wo wir uns aktuell befinden, 1,095, sehr, sehr interessant ist. Also die Gretchenfrage, die sich nunmehr eben stellt, ist, wie geht es jetzt denn hier nun weiter? Und wir scrollen uns mal ein Stück weit raus. Da haben wir hier den Horizontalsupport, an dem wir aktuell abgeprallt sind. Das könnte hier nochmal zu einem Rückgang führen, zu einem Rückgang an das gestrige Tagestief. Ja, was hier praktisch dann am Abend gemacht wurde. Und dann könnte sich hier schon wieder eine Umkehr ergeben. Also graues Szenario wurde hier klar aktiviert. Die Annahme, dass wir die 1,10 halten können, war für mich persönlich eigentlich das präferiertere Szenario. Aber das kam nicht dazu. Vielmehr sind wir eben abgesackt und jetzt hier bei dem prognostizierten Niveau von 1,095. Und da, liebe Zuschauer, kommt es jetzt drauf an. Wenn sich Euro-US-Dollar hier stabilisieren kann, dann Rücklauf an das gestrige Tagestief, dann weiter fallende Preise möglich, könnte dementsprechend so aussehen. Hier im Stundenchart-Intervall. Ja, hier auch ein kurzfristiger Horizontalwiderstand jetzt. Den mal so in den Chart legen als dünne Linie. So, das ist hier so ein Stück weit Widerstandslevel. Aber wir müssen mal im Stundenchart gerade auch das größere Zeitfenster betrachten. Und wenn wir da hier mal mit den klassischen 4 Fips arbeiten, ja, dann ist hier schön zu sehen, dass wir hier zwischen dem 50er und 61er Retracement Level verweilen, was ja bekanntermaßen auch eine Umkehrzone darstellt. Insofern spekulativ, wenn es hier über das gestrige Tagestief hoch hinausgeht, den Chart nochmal groß machen. Ja, hier. Dann durchaus Chancen in Richtung Pivotpunkt 1,1034 bzw. ADR-High 1,1033 anzusteigen. Diese Chance wäre in jedem Fall gegeben. Dann wären wir hier oben in diesem Bereich. Und dann wäre auch schon wieder das Pulver verschossen für den Tag. Wie gesagt, ein Abprall am gestrigen Tagestief scheint mir möglich. Aber im Sinne dessen, dass wir hier die Fibos haben und jetzt rein korrektiv theoretisch der Abwärts Impuls beendet sein könnte und wir jetzt gerade erst 47 Pips gelaufen sind,
kann Euro-US-Dollar natürlich auch ausziehen. Und wenn er das tut hier, dann wäre das eben im Prinzip ein bestätigter Abprall, der dann eine solche Bewegung ermöglichen dürfte. Diese wäre aber auch weiterhin korrektiv und könnte sich in der Folge dann wieder schwach darstellen. Denn wir hatten gestern hier auch auf dem JFD-Desktop den US-Dollar-Index mal beleuchtet. Hier allerdings im Wochenchart-Intervall, großes Bild. Und da wurde zumindest kurzfristig von Rücksetzern bis in den Bereich von 0,9550 Punkte ausgegangen. Das wäre hier ein Test der Trendlinie, ein Test der letzten Wochen, Tiefs. Also insofern eine schöne Bestätigung. Aber natürlich auch das direkte Anziehen ist denkbar. Und das würde für Euro-US-Dollar bedeuten, dass es direkt gen Süden gehend, direkt eine Kellerstation sozusagen anzusteuern gibt. Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, aber generell hier Euro gegenüber US-Dollar, also praktisch abwärts gerichtet, da der US-Dollar-Index, wie wir ihn hier sehen, unverändert in großer Stärke sich präsentiert und sicherlich hier die Marke von 100 Punkten nochmals ansteuern dürfte. Das würde ergo bedeuten für US-Dollar nochmal 1,05 als Preislevel und im Zuge dessen, selbst wenn es hier korrektive Erholungsmanöver gibt, sieht das jetzt nicht mehr so positiv aus. Ja. Klar, bullisch wäre es hier erst, wenn wir deutlich über diesen kurzfristigen Abwärtstrend rausziehen. Das wären hier Preise über 1,1050, 1,1055. Dann könnte man wieder ein Stück weit Hoffnung schüren. Hier auch nochmal das andere Bild auf Tagesbasis. Da sehen wir auch, okay, wenn wir hier die 1,090 unterschreiten, 1,088, dann sind wir hier auch unter diese Trendlinie gefallen, die aber hier nur marginale Natur besitzt. Letztlich hier auch eine Situation, die, solange wir nicht über 1,1050 deutlich rausziehen, auch hier weiterfallende Preise begünstigt. Generell, wir hatten das den Euro-US-Dollar auch gestern im JFD Live Trading TV schon, haben wir hier grob diese Handelsspanne mehr oder weniger auch eine neutrale Zone, in der das Währungspaar mit Verlaub, also hier erstmal die kleine Zone, mit der das Währungspaar hier wild volatil umherhüpfen kann, ohne wirklich signifikante Swing- und Positionssignale auszusenden. Ja, also das ist hier schon eine große Spanne, die hier letztlich noch nicht richtig eine Trendfortsetzung initiiert hat, denn wir sehen hier dieses Hin- und Herlaufen seit Ende Mai, Mitte Mai. Jetzt sind wir hier im unteren Bereich. Wenn sich hier natürlich keine Stabilisierung ergibt und gerade mit Blick auf den US-Dollar-Index könnte es dann hier natürlich einen Ausbruch nach unten geben. Die Fed hätte gestern hier nochmal deutlichere Zeichen senden können. Dazu kam es nicht. Insofern mal abwarten, was jetzt noch folgt. Euro-US-Dollar hier mit einer leicht bärischen Tendenz, mit einem leicht bärischen Bias. Auf den Wochenchart bezogen ist es hier auch, wir sehen hier gerade eine Art Shooting Star. Das ist natürlich unschön. Ja, also wenn die Kerze hier so bleibt, dann wäre, und da erinnern Sie sich hier an das Niveau von 1,1035, wenn wir da per Weekly drunter bleiben, wäre das hier ganz klar das Verkaufssignal, was sich zum Wochenbeginn fast schon relativierte. Wir hatten auch zum Wochenbeginn den Euro gegenüber dem US-Dollar hier im Radar eben, vor dem Hintergrund, dass sich hier eine starke Momentum-Auftaktskerze ergab. Und mit diesem Shooting Star jetzt könnte es hier tatsächlich im Sinne dessen, dass die Fed hier die Züge gestellt hat, die Weichen gestellt hat, unterhalb von 1,1035 per Weekly hier, wie schon angesprochen, in Richtung 1,05 nochmals wieder zurückgehen, gegebenenfalls sogar tiefer. Das sind die Optionen. Warten wir mal ab, was noch passiert. Wir werden uns heute noch später mal aufschalten, sicherlich auf das ein oder andere Währungspaar. Jetzt gleich kommt dann noch Euro-Austral-Dollar. Freuen sich drauf, gibt es auch was zu lesen und zu sehen. Aber nicht als Videobeitrag, sondern mehr als Stream-Posting. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg und noch ein gutes Händchen bei Ihren Handelsgeschäften. Wenn Sie mögen, haben wir uns später. Ciao dabei, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.